Jo, hallo und Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Oberkommando. Wir spielen Civilization 5 und wir möchten demnächst mal wieder Karneval feiern mit den Brasilianern. Ja, was ist das letzte Mal passiert? Eigentlich, naja, wobei, ich sollte nicht untertreiben, natürlich ist was Spektakuläres passiert. Wir haben eine Religion in Rio gegründet und zwar den Karnevalismus, der jetzt hier schon 12 Anhänger hat und 45 Druck ausstrahlt. Der hier hat einen neuen Druck, also sollten wir bald eigentlich auch Salvador mit unserem Karneval begeistern können. Ansonsten ist eigentlich nicht so viel passiert, dass hier unser guter Freund Pocatello so viele Pikeniere an unserer Grenze stehen hat. Das beunruhigt mich ein kleines bisschen. Aber ja, wie gesagt, ne? So. Und dann gehen wir gleich mal in die nächste Runde und starten ins Spiel, würde ich sagen. Okay, Gold pro Runde beendet gegen Salz. Und der hier baut jetzt mal eine Mine, damit wir hier noch ein bisschen die Produktion steigern können. Du errichtest Weideland. Du gehst weiter hin, okay. Aber naja, so viele Truppen hat er jetzt auch nicht. Also da. Dem würden wir auf jeden Fall Herr werden. Und du? Du? Ach so, du bist neu fertig geworden. Dann machst du gleich mal. Fängst du gleich mal hier an mit Brasilholzlager errichten. Ansonsten kannst du mir mal bauen. Vorsichtshalber mal Stadtmauern. Dann noch eine Bibliothek. Und dann würde ich sagen, mal zwei Pikeniere und einen Armbrustschützen. So. Okay, können wir jetzt mit dem Salz irgendwas anderes tauschen vielleicht? Nee, leider immer noch nicht. Wer hat denn viel Gold über? Katharina hat viel Gold, aber die hat, glaube ich, selber Salz, oder? Здравствуй. Oh nein, hat sie nicht. Говори. Ach, man braucht Freundschaft, um Gold zu handeln. Ist die ausgelaufen, unsere Freundschaftserklärung? Oh, das geht ja gar nicht, ne? Wollen wir Freunde sein? Продолжай. Ja, sehr gut. Und jetzt kann die mir doch bestimmt wieder ein Говори. bisschen Gold anbieten. Ja, Как тебе das ist zu wenig. понравится? Если я предложу такой обмен, Ich möchte gerne den как тебе fixen Betrag понравится, eigentlich. если я предложу такой обмен? Letztes Mal waren wir ja bei 150. Wie war's denn mit 160? Oh ja. Договорились. Sehr gut. Vielleicht hätte ich da sogar noch mehr rausholen können jetzt. Ah, verdammt. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Gold. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen wieder unsere Truppen modernisieren. Fangen wir mal mit dem an. Dann der und der. Und das war's schon wieder. Ist echt verdammt teuer, muss ich sagen, dieses Einheiten modernisieren. Dafür gibt es zwar auch Sozialpolitiken, gerade im Ehrebereich, glaube ich. Genau hier. Zum 33% billiger. Ja, kann sich schon lohnen, wenn man auf Militär geht. So. Und wir gehen in die nächste Runde. Und es wurde eine neue Religion gegründet. Eine unbekannte Zivilisation ist katholisch geworden. Mein Beileid. So. Der geht jetzt mal hier in Bereitschaft. Der ebenso. Der hier auch. Der hier hat hier gerade eine Weide errichtet. Okay. Dann geht er jetzt auch mal so in Richtung Dschungel. Und hier ist es noch ein Katapult fertig geworden. Den stellen wir mal hier hin. Warum auch immer. Hüstel, hüstel. Und du gehst jetzt mal zu uns durch. Und dann machen wir weiter. Und Notre Dame wurde gebaut. Auch ein sehr cooles Wunder. Gibt 10 Zufriedenheit, glaube ich. So, jetzt sind wir bald daheim. Okay.
Und das hier ist Grasland. Das heißt, hier werden wir jetzt mal Farmen errichten. Oder Bauernhöfe, besser gesagt. Du brauchst hier noch so ein Brasilholzlager. Du auch. Und dann wird weiter der Dschungel jetzt von uns ökonomisiert. Und gehen wir in die nächste Runde. Ich glaube, wir holen punktemäßig auch langsam auf. Jetzt sind wir tatsächlich gerade an dritter Position, aber haben halt wirklich deutlichen Rückstand vor dem ersten. Wer auch immer das ist. Plinius, der übrigens, wie ihr hier oben sehen könnt, 1040 nach Christus gelebt hat, hat sein größtes Werk vollendet, und zwar die Liste der Völker, die am meisten lachen. Wir lachen gerade nicht, wir weinen eher. Schade. Mensch, da müssen wir echt was tun, mal mit unserer Zufriedenheit. Das geht ja so nicht an. Oh, und ich sehe gerade, wir haben tatsächlich das Marmor hier bekommen. Da werden wir doch gleich mit dem nächsten frei werdenden Bautrupp gleich mal hinrennen. Ah, und hier können wir jetzt dann einen Zirkus bauen. Genau, das machen wir. Gibt wieder zwei Zufriedenheit für die Pferde, die wir hier haben. Dann bauen wir noch die Stallungen. Das gibt dann hier einen ordentlichen Produktionsboost. Garten brauchen wir jetzt nicht. Aber man sieht schon, die Stadt hat jetzt wirklich ordentlich Produktion. Also hier kann man Wunder wirklich relativ schnell errichten. Soll ich das ausprobieren? Hagia Sophia. Ich probiere es mal aus, komm. Und dann bauen wir noch zwei Armbrustschützen. Die Hagia Sophia kommt jetzt mal nach oben. Versuchen wir mal, ob wir das hinkriegen. Wäre ja nicht allzu schlecht. Und du kommst jetzt nach Hause und kannst mal da unten gucken, ob da irgendjemand gerade rumsegelt vielleicht. Hier ist noch ein Armbrustschütze fertig, sehr schön, den stellen wir mal hier hin. Du bleibst hier stehen und dann gehen wir in die nächste Runde. $50 für offene Grenzen. Ich möchte aber lieber mit dir auch offene Grenzen haben. Ach so, sie haben bereits offene Grenzen für uns. Wie habe ich denn das angestellt? Na gut, wie viel Gold bietest du mir? 50? Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Wie wär's mit 60, liebe Katharina? Weiß ich bin, hm? Разумеется, нет. Aha. 55? Разумеется, нет. Nee, mag sie nicht. 52. Мы отказываемся. Mensch, so eine harte Verhandlerin. Na gut, 50, ja? Weil du mir immer so nett zuzwinkerst. Прекрасно. Прекрасно. Mach's gut. Bildung ist die beste Vorsorge für das Alter. Gut, kommt immer drauf an, was man studiert hat, ne? Ein weißer Satz von Aristoteles, und jetzt können wir die Universität bauen. Und hier steht unten, seht ihr schon, plus 2 Wissenschaft durch Dschungelgeländefelder. Das heißt, unsere Dschungelgeländefelder werden jetzt dann noch viel wertvoller. Zusätzlich können wir die Uni von Oxford bauen. Angkor Wat können wir errichten. Man kann Forschung produzieren und Forschungsabkommen abschließen. So, du hast hier eine Mine errichtet. Du baust hier dann auch noch gleich eine. Und dann gehen wir mal in die nächste Runde. Jetzt hat erst jemand ein Pantheon gegründet. Krass. Das hat aber lang gedauert. Also eine Zivilisation hat es gerade geschafft, im Jahr 1080 nach Christus endlich ihr Faible für Religiosität zu entdecken. Die waren wahrscheinlich irgendwo ganz, ganz weit weg. Völlig abgeschottet von jeglicher Zivilisation. So. Du baust hier weiter unsere Brasilholzlager. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Oh, oh, jetzt sehe ich aber echt hier viele Truppen. Was hat... Okay, Sao Paulo ist auch zum Islam konvertiert. Aber was hat der Kamerad hier vor, hm? Pocatello.
Ich habe wieder ein bisschen Gold. Das werden wir jetzt gleich mal sinnvoll investieren. 70 kostet das jetzt. Hat das vorher nicht 55 noch gekostet? Puh. Puh, puh, puh. Ich glaube, ich habe wirklich die Vermutung, Pocatello hat irgendwie will der uns Schaden zufügen. Warum auch immer, wir haben mir doch gar nichts getan. Mensch. Brasilholzlager, baust du hier auch gleich eins. Du baust weiter. Oh Mann, und warum sind wir denn so verdammt unzufrieden? Ah ja, au, das hätte ich jetzt fast vergessen. Du, nein, du bist näher dran, du gehst da hoch. Du baust hier im Brasilholzlager. Du, ah, okay, jetzt können wir das hier umstellen. Du fährst jetzt nach Salvador und schickst dann von Salvador Nahrung nach Rio. Und wir gehen in die nächste Runde. Noch nicht, jetzt. Ah, verdammt, jetzt haben wir es doch nicht geschafft. Ärgerlich. Aber gut, das Risiko mussten wir jetzt mal eingehen. So, und du Nahrung nach Rio. Bam. Okay, hier unten hat sich kein Barbar mehr eingenistet. Das ist gut. Sonst gibt's nichts mehr zu tun. Schauen wir mal, was Pocatello. Falsch. Demografie wollte ich gucken. Gut, er hat auch nicht die meisten Soldaten. Und wir sind immer noch unterdurchschnittlich. Mann, Mann, Mann. Das ist echt zu wenig. Der erste hat 88.000. Das ist wirklich ordentlich viel. Da müssen wir irgendwas tun. Boah, und die baut hier Wunder. Die haut hier eins nach dem anderen raus. Und wir haben einen großen Künstler geboren. Beziehungsweise nicht ich. Er wurde geboren. Ist irgendwo geboren worden. So, jetzt bauen wir hier das Marmor ab. Und mit denen könnten wir jetzt eben Karneval starten. Aber das bringt uns im Moment noch nichts, ja. Also nicht so direkt. Das macht man dann meistens erst später, wenn man dann wirklich in der entscheidenden Phase ist und dann den Kultursieg forcieren möchte. Jetzt, ja, schaffen wir mit dem einfach ein großes Werk. Und wir haben erhalten das Porträt von Louis-François Roubilliac von Audrien Carpentier. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hoffe ich doch. Das Gemälde sagt mir jetzt gar nichts. Sieht aber ganz hübsch aus. Also ich kann mich durchaus auch für echte Kunst begeistern. Allerdings stehe ich dann wirklich mehr so auf die alten Maler. Mit moderner Kunst kann ich irgendwie nichts anfangen. Aber ja, mein absoluter Liebling ist so dieser Romantiker Caspar David Friedrich. Der hat den Mond, fand ich, immer so toll gemalt und hat eben so schöne, ja, mystische und mythische Motive. Vielleicht einfach mal Google Bildersuche, Caspar David Friedrich nachschauen. Vielleicht gefallen die Dinger euch ja auch. Gemälde von ihm kann man sehen in Dresden unter anderem oder in München in der, ich glaube, in der neuen Pinakothek. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es müsste die neue Pinakothek sein. Ja. Okay. Und nächste Runde. Und es wurde noch eine Religion gegründet von Russland. Die orthodoxe Ostkirche. Oh Wunder. So, du bist hier fertig. Okay. Da können wir, glaube ich, noch eine Mine errichten. Ja, du kannst ja mal gerne bei den Russen vorbeigucken, was die so machen. Du stellst dich hier hin. Ah, man kann wieder was modernisieren. Sehr schön. Da nehmen wir doch den da. Und wir gehen wieder in die nächste Runde. Ah, sehr schön. Sie ist auch befreundet mit Russland. Vielleicht bahnt sich da ein Bündnis
gegen unseren kleinen indianischen Freund an. So. Okay. Ist das hier auch noch Grasland? Ich kann das hier immer so schlecht mit der Ebene unterscheiden, weil die sich doch farblich verdammt ähneln. So. Und wir gehen weiter. Und haben jetzt in 4 Runden dann die Akustik erforscht. Offene Grenzen, Baumwolle für Katharina. Okay. Ja, genau, du brauchst hier noch eine Mine. Du hast das Holzlager errichtet. Da haben wir schon eins. Dann gehst du mal hier weiter. Du kannst hier dann mal ein ganz normales Holzfällerlager bauen. Du brauchst hier noch eine Farm. Und können wir das vielleicht irgendwo anders weghandeln? Nee. Aber wir könnten Katharina noch ein bisschen Gold abmopsen vielleicht. Offene Grenzen. Ach wie, die möchte jetzt überhaupt nichts mehr. Oh, die hat jetzt selber... Aber wie denn? Sie hat es noch gar nicht abgebaut. Oder vielleicht hier irgendwo. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Können wir mit jemand anders vielleicht? Dido hat noch ein bisschen Gold. Aber leider nicht so viel. Naja, vielleicht für ein bisschen Gold pro Runde. Ach nee, mit der handeln wir ja schon. Tja, dann können wir jetzt gar nichts mit unserer Baumwolle hier anfangen, ne? Schade. So, ein unbekannter Spieler ist in der Renaissance und wir haben jetzt einen Spion erhalten. Und wer ist denn technologisch führend? Moment, Demografie. Kennen wir nicht. Dido, Katharina. Mit Katharina sind wir eigentlich so gut befreundet. Dann würde ich sagen, schicken wir mal den Spion nach Karthago. Genau. Spion. Und versuchen uns mal am Technologieklau. Und weiter geht's. Okay, du brauchst hier ein ganz normales Sägewerk. Und auch. Ach Gott sei Dank, jetzt haben wir das endlich eingeschlossen. Jetzt sind wir wieder zufrieden und unsere Städte können wieder wachsen. Du baust dafür jetzt hier weiter. Wobei, da kommen mehr von da unten jetzt dann welche. Du kannst hier auch mal ein Holzfällerlager, ein Sägewerk bauen. Und dann gehen wir jetzt nochmal in die nächste Runde. Und all erhoben sich mit ihm zugleich, sodass es ringsum rauschte wie der ferne, hinrollende Donner. John Milton. Also wir haben jetzt die Akustik entdeckt, das heißt, wir können jetzt ein Opernhaus bauen. Das ist ein Platz, da ist dann Platz drin für ein großes Musikwerk. Gleichzeitig können wir eine Musikergilde errichten. Da kommen dann eben große Musiker raus. Die Sixtinische Kapelle. Oh, das ist nett. Hat auch zwei Plätze, mein Gott. Was ist denn mit meinem Deutsch heute los jetzt echt? 2 Plätze für große Kunstwerke und Kultur von der Modernisierung Brasilholzlager um 2 erhöht. Also jetzt sind unsere Dschungelgeländefelder gleich nochmal gepusht worden. Also das gefällt mir wirklich. Das ist wirklich eine sehr, sehr mächtige Modernisierung, wenn man den Dschungel hat. Willkommen in der Renaissance. Ja, das ist doch mal ein schönes Zitat. Gucken wir mal. Okay, jetzt gibt es hier 2 Nahrung, 2 Gold, aber 3 Kultur hat man doch schon vorher, oder? Dachte ich eigentlich. Seltsam. Aber vielleicht wird es auch erst nächste Runde aktualisiert. So, du brauchst jetzt hier auf jeden Fall ein Sägewerk. Und hier würde ich jetzt tatsächlich mal versuchen, die Sixtinische Kapelle zu bauen.
und das möchte ich gleich mit Priorität. Hier haben wir dann den Armbrustschützen. Den schicken wir mal dahin. Da können wir noch jemanden modernisieren. Oh Gott, hier haben wir noch einen ganz einfachen Bogenschützen. Okay. Dann würde ich sagen, war's das wieder für die Folge heute. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass das jetzt alles geklappt hat hier mit, ja, mit meiner Aufnahme. Also ich habe jetzt 3 Folgen am Stück wieder aufgenommen. Hoffe, das passt jetzt. Ansonsten muss ich irgendwas kaputt machen. Ja, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen Civilization 5 im Oberkommando und wir möchten Karneval in Rio feiern. Macht's gut, bis bald.